And the tree was happy. So wird der Baum beschrieben aus The Giving Tree, einem sehr bekannten Kinderbuch, das von einem Verhältnis zwischen Mensch und Natur erzählt, was aus der damaligen Perspektive vielleicht sehr romantisiert und sehr freundschaftlich wirkt, aus heutiger Perspektive aber doch einen deutlichen Nachgeschmack hat, der nach Ausbeutung, nach Manipulation schmeckt. Wir haben versucht, mit The Giving Tree ein Konzert zu gestalten, gemeinsam mit Podium Essling, was dieses Verhältnis versucht neu zu verhandeln. Wir haben uns vorgestellt, wie würde eine Gerichtsverhandlung klingen zwischen der Natur und dem Menschen. Wir haben Stücke ausgewählt, die beide Seiten jeweils repräsentieren. Zum einen Stücke von Kate Moore und Gabriella Smith, die mit ihrer wütenden, wilden Attitüde für die Natur stehen. Und Stücke von Caroline Shaw, Emilie Meyer und Maddalena Casulana, die für den Ordnungswillen, für das Menschliche sich entschuldigen vielleicht steht, also insgesamt die menschliche Perspektive in diesem Gerichtsprozess darstellt. Es ist ein reines Konzert, was wir gestaltet haben, was trotzdem hoffentlich eine Dynamik des Gerichts musikalisch darstellt und uns als Rothko String Quartet eben auf einen Weg gebracht hat, selber über dieses Verhältnis nochmal nachzudenken und uns eine Welt vorzustellen, bei der Mensch und Natur nebeneinander, miteinander leben kann, ohne in neue Formen von Ausbeutung hineinzurutschen. Weil ich glaube, es auch völlig klar ist, dass wir dieses Verhältnis brauchen, um überhaupt als Menschheit noch ein bisschen länger überleben zu können. In dem Sinne waren wir sehr froh, dass die Ludwigsburger Schlossfestspiele uns eingeladen haben, dieses Konzeptkonzert hier zu zeigen und wünschen Ihnen viel Spaß, das jetzt digital nochmal nachzuerleben.
Thank you.
Thank you.
Dank. Vielen Dank, das ist, vielen Dank, dass Sie da sind. Vielen Dank für den herzlichen Applaus. Es ist ein sehr emotionales Programm für uns. Wir haben lange überlegt, ob wir eine Zugabe spielen sollen. Wir haben doch eine kleine vorbereitet, passenderweise aus einem Stück von Jessie Montgomery, einer amerikanischen Komponistin auch, das den Titel Break Away heißt. In dem Sinne, wie das Programm auch körperlich wie emotional einen wirklich als Spielenden zum Zusammenbrechen fast zwingt. Jetzt ein Stück, was symbolisiert, wie die Gattung des Streichquartettes in der heutigen Zeit vielleicht sich aufbricht in etwas Neues. Und ja, viel Spaß mit Jessie Montgomery Break Away, dem 4. und 5. Satz. Thank you.